Das Regio TV Plus ist für euch jetzt in Ettigen und bei mir ist der Hansi Napolz. Er ist Geschäftsführer von Leimedal Plus. Was steckt dahinter? Was passiert hier heute oben? Hansi, erzähl. Heute oben ist Mitgliederversammlung, die zweite, wo physisch die Leute hier präsent sind. Einerseits geht es darum, gewisse statuarische Geschäfte abzuwickeln. Also die Mitgliederversammlung muss über das Budget, über die Rechnung befinden, aber es geht auch darum, dass man sich da austauscht, dass man sich kennenlernt und dementsprechend auch künftig miteinander zusammenarbeiten kann. Was heisst, wenn wir künftig, wenn wir in Zukunft schauen, wo setzen die Schwerpunkte? Was soll noch mehr verbessert werden? Ist doch einzigartig, wenn Verwaltung, Bürgerräte, Gemeinderäte, alles kommt zusammen. Wir haben ein Leitbild gemacht, der Vorstand, letztes Jahr ist auch abgesegnet worden und daraus gibt es ganz viele Massnahmen. Ich glaube, jetzt die aufzuzählen, sprengt den Rahmen. Was man aber jetzt schon gesehen hat, es ist schon viel gegangen in diesem Jahr, und was man gesehen hat, ist, dass die Region wirklich zusammenwächst. Das sind die Strukturen, die wir implementiert haben, die griffen jetzt und in ganz vielen Bereichen, die politische Ebene, die Verwaltungsebene, wie selbstverständlich sich austauschen. Gemeinsame Synergien testen und daraus entstehen Projekte, die für die Zukunft hoffen. Bei mir ist jetzt die Gastgeberin Sibyl Mundwiler. Und Sibyl, bei dir würde es mich interessieren, wie ist das so, wenn jetzt plötzlich der Haufen von Gemeindepräsidenten, Präsidentinnen, von Kollegen hier ankommt auf Ettigen? Doch auch ein spezieller Moment. Man kann das Dorf wieder ein bisschen zeigen. Ja, hallo Dani. Es freut mich natürlich sehr, dass die anderen Gemeinderäte, das sind die ganzen Gemeinderäte, es sind nicht nur Gemeindepräsidien, es sind alle Gemeinderäte vom Dahl, von Region Leimetal Plus, also von Schönenbruch, Alschwil, Binigen, Bodmigen, Oberwil, Därwil, Bilbenken, Burg und natürlich Ettigen. Und wir sind Region Leimetal Plus. Wir möchten gerne ein bisschen näher zusammenarbeiten. Wir möchten auch Synergien nutzen. Gerade so ein Reglement muss ja nicht jede Gemeinde selber brünzeln. Und heute haben wir unsere zweite Mitgliederversammlung und es freut mich natürlich, dass die Ettigen stattfindet. Die Vision jetzt für Leimetal Plus, was hoffst du auf die Zukunft? Ich hoffe mir natürlich schlussendlich Kosten sparen, weil jede Gemeinde ist ein bisschen im Druck im Moment. Und ich hoffe mir natürlich auch, dass wir näher zusammenwachsen, mehr können voneinander profitieren. Aber dass nicht jeder muss selber alles von Grund auf erfüllen, sondern dass wir wirklich können, das, was die anderen schon erfunden haben, eigentlich von uns nutzen. Das wäre toll. So, bei mir ist jetzt der Dieter Merz. Er wird heute geehrt, weil 31 Jahre in einem Gemeinderat und das in Burg. Das braucht ein dickes Fell, nehme ich an. Was war der Grund für dich, um so lange durchzuhalten, weil es dir einfach so gefällt in Burg? Oder ist das dein normales soziales Engagement? Ja, erstens gefällt es mir sehr gut. Ich war schon als Bub in Burg. Und zweitens hat es mich einfach gereizt, weil die Leute haben sich gegenseitig sehr stark geblockt im Dorf. Man hat auch mehr geblockt am Anfang, als ich in Burg war. Man hat es mir nicht einfach gemacht. Und es hat mich gereizt, gegen das ein wenig anzukämpfen und ein bisschen für Frieden zu sorgen im Dorf. Wenn wir jetzt schauen, hier heute an der Sitzung, haben wir gehört, dass Gemeinden probieren, näher zusammenzustehen, Synergien zu nutzen. Siehst du da jetzt über die 31 Jahre, entwickelt sich etwas? Ja, ganz klar, mit dem Verein Region Leimetal Plus ist man noch beieinander. Man sitzt jeden Monat einmal zusammen, kann seine persönlichen Anliegen für die Gemeinde darlegen und wird auch gehört. Es ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Synergien nutzen. Wir sind ein ganz wundiges Dorf. Da sind Synergien an einem kleinen Ort, aber wir profitieren sehr stark, dass wir dabei sein dürfen.